Okay, also ich möchte euch was über den AnyKey erzählen. Und zwar bin ich da durch Zufall drauf gestoßen. Das ist ein Prototyping-Board. Und auf der Frostcon hatten die Jungs, die das Ding basteln, neben uns einen kleinen Stand, wo sie SMD-Löten gemacht haben. Und da konnte man sich eben so ein Gerät zusammenbauen. Und dazu möchte ich euch einfach kurz was erzählen. Also bei uns ist das ja normalerweise so, wenn wir was mit Mikrocontrollern machen, dann nehmen wir normalerweise ein ADMega oder vielleicht nochmal ein ADTiny, also AVR-CPUs. Die sind ziemlich günstig, weit verbreitet, können bis 20 MHz, wobei wir, glaube ich, bisher keine Projekte hatten, wo wir da wirklich mal ans Limit gestoßen sind. Und ja, man braucht halt einen Programmieradapter, muss sich so einen Stecker auf das Ding drauflöten, was mich immer sehr nervt, wenn man irgendwie ein kleines Projekt bastelt und die Hälfte des Routings für den Programmieradapter drauf geht. Oder alternativ, wie zum Beispiel beim Arduino, kann man sich dann halt noch so einen USB-Chip besorgen, den dann mit draufbauen, ist auch ein bisschen Aufwand, und dann auf die Admin-CPU einen Bootloader installieren, der ein Programmiergerät emuliert. Und das funktioniert auch hervorragend, also ist gar nichts gegen einzuwenden. Ich meine, hat schon mal irgendwer bei uns was mit Pix gemacht? Irgendwie, ich finde, sieht man die kaum noch, fände ich mal interessant. Also, ja. Also einfach nur nochmal, um das nochmal so ins Gedächtnis zu rufen. Und die Idee ist eigentlich, warum macht man nicht mal was anderes? Warum nimmt man eigentlich immer die Admin-CPUs? Und ich meine, wahrscheinlich hat sich auch von euch noch niemand so ernsthaft mal wirklich intensiv nach was anderem umgeguckt, was interessant sein könnte. Und diese Jungs, die den AnyKey entwickelt haben, die haben das halt mal gemacht. Und die haben gesagt, lass uns einfach so eine ARM-CPU nehmen. Und zwar nehmen die einen Cortex-M3, der geht bis 180 MHz. Und ja, ist eben ein ARM-Core, 32-Bit. Und der hat eben sowas Schönes wie USB integriert. Das heißt, man muss nicht irgendwie noch einen extra Chip drauf machen oder irgendwie extra Verkabelung vornehmen, sondern der hat USB integriert. Und man kann den da tatsächlich dann auch schon direkt drüber flashen. Also was man letzten Endes dann braucht, ist eigentlich nur eine Grundschaltung, wie beim ADMega. Und dann kann man das Ding direkt benutzen, ohne Programmieradapter oder sonst irgendwas anderes. Und was bei der ARM-CPU auch noch interessant ist, dass die mehrere Power-Modes unterstützt. Unter anderem welche, die dann den Verbrauch auf 3 mA senken. Das heißt, AnyKey ist halt ein Prototyping-Board. Ich zeige ihn mal. Und zwar so groß. Also verdammt klein. Und ja, wie gesagt, die Software, also so ein kleines SDK und das PCB sind Open Source. Könnt ihr euch einfach auf der Homepage angucken. AnyKey0x.de. Und ja, die Motivation, wie gesagt, von den Entwicklern ist einfach, dass sie sich mal was anderes angucken wollten. Insbesondere dann, wenn man halt bei einem Arduino vielleicht mal an die Grenzen stoßen sollte, kann das halt sehr interessant sein. Und letzten Endes ist ja auch eigentlich nicht viel drauf. Das sind 16 Bauteile plus Knopf und Buchse. Also da ist eine CPU drauf, ein Quarz, ein paar Widerstände, Kondensatoren und noch ein Spannungswandler. Und genau, ich lasse das jetzt gleich auch mal durchgehen. Und das ist eigentlich schon alles. Das heißt, das ist genauso eine Grundschaltung, wie wir sie eigentlich auch überall benutzen. Aber die CPU ist einfach viel intelligenter. Und ja, die Größe sind, wie gesagt, ich bin zwei Buch nicht klein. So, sorry, was schon. Und das Ding läuft auf 72 MHz, was ich echt erstaunlich finde, weil es einfach unglaublich schnell. Und der typische Stromverbrauch liegt bei 18 mA. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrungswerte bei ADMegas hat oder weiß jemand, was die für Eigenschaften haben. Aber die Powerdown-Modis sollen halt echt gut sein. Also vielleicht irgendwie was so Richtung Batteriebetrieben kann man da vielleicht ganz cool mitmachen. Und die CPU, die da drauf ist, ist ein LPC 1343. Der hat eigentlich, glaube ich, 40 oder 44 oder 42 Pins. Und ziemlich viele IOs, davon haben die aber jetzt letzten Endes auf dem Board nur 23 rausgeführt, was aber wahrscheinlich auch schon für die meisten Projekte reichen dürfte.
Und ansonsten hat es noch ziemlich viele Timer, zum Beispiel zwei 16-Bit, zwei 32-Bit-Timer, ein Watchdog und ein Systic-Timer und die üblichen Späße, die ihr auch von den Admins kennt. Und ja, das Besondere ist eben für mich der USB-Support. Und wie das Programmieren dann letzten Endes abläuft, ist, ihr klemmt das Ding an den Computer und es meldet sich ein Mass-Storage-Device, was ihr dann mounten könnt. Und theoretisch nimmt ihr dann einfach nur die kompilierte Firmware und kopiert sie da drauf. Allerdings soll es da irgendwie einen Linux-Kernel-Bug geben, dass man den nicht kopieren kann, sondern DD benutzen muss. Das heißt aber, wir haben das jetzt an einem Mac getestet und da konnte man es einfach kopieren. Und sobald man das raufkopiert hat, resettet man das Ding und die Firmware läuft und es wird auch nicht mehr als Massenspeicherlaufwerk eingebunden. Und wenn man es neu flashen will, dann seht ihr auf der Platine sind zwei kleine Kontakte, die ihr einfach brückt. Und wenn das Gerät dann wieder neu startet, dann könnt ihr wieder Dateien drauf kopieren, beziehungsweise Firmware. Jetzt wollte ich euch noch, also viel mehr ist mein Vortrag gar nicht, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich ganz cool fand, wie wir das Ding zusammengelötet haben. Dafür habe ich jetzt einfach mal ein exemplarisches Video rausgesucht zum Thema SMD-Soldering mit Heißluft. Das fand ich extrem cool und vielleicht mal dazu, wie das generell abläuft. Ihr habt also irgendwie super kleine Strukturen, wie auch bei dem Ding. Und was ihr letzten Endes macht, ist, ihr fixiert das dann an zwei Punkten mit einem Lötkolben und macht dann Flussmittel drauf. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Lötzinn, was ihr auf der Spitze habt, einfach mit dem Lötkolben drüber gehen. Und ja, das sorgt dann halt dafür, dass das Lötzinn einfach auf den Kontakten überall hinfließt und die Bauteile ziehen sich dann tatsächlich auch in die richtige Stelle. Das finde ich sehr praktisch. Also ihr habt beispielsweise einen Widerstand, macht ein bisschen Lötpaste drauf, setzt das Ding drauf, dann klebt das ja schon so ein bisschen und dann haltet ihr die Luft drauf und die ziehen sich dann an die richtige Stelle. Also hier macht er jetzt Lötpaste drauf und dann kommt nur noch das Heißluftgerät, wird drüber gehalten und dann sitzt es schon. Ihr braucht also gar nicht mehr irgendwie noch den Chip berühren, wo er dann wieder verrutschen könnte oder was auch immer. Ja, da macht er jetzt irgendwelche komischen Experimente. Ich skippe also mal kurz. So, jetzt heizt er das mit der Heißluftpistole auf oder mit dem Heißluftlötkolben. Und das ist jetzt praktisch schon der Lötvorgang. Und fertig. Und das fand ich echt super angenehm und die zwei Jungs meinten auch, dass so eine Lötstation irgendwie nur 80 Euro oder so kostet. 80, 90 Euro. Also da. So eine Heißluftstation. Ja. Okay. Er meinte, die billigen von Konrad reichen aus. Okay. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man eine richtige Düse hat, weil wenn der Luftstrom zu stark ist, dann kann es schon mal sein, dass die SMD-Teile halt einfach wegfliegen. Und die findet man dann halt nicht mehr wieder. Aber also ich hatte da kein Problem mit. Bei mir hat es gut geklappt. Also auch die Widerstände damit gemacht? Genau, alles. Ja. Also echt, also ist jetzt... keine Innovation, aber ich kannte das noch nicht und ich fand's cool. Ne, die bappen einfach auf der Lötpaste. Und das reicht. Ja. Ja, das wollte ich euch eigentlich schon zeigen und das war auch schon mein Vortrag. Also, wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ja. Wie viele PWM? 3 pro Timer, soweit ich weiß. Also theoretisch 12. Aber ja, wenn es halt aufgeht. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, was ich vielleicht auch noch sagen wollte, das ganze Gerät hat mich jetzt 15 Euro gekostet. Das heißt, die Kosten sind halt, ich glaube, ich würde sagen, in einem ähnlichen Rahmen wie Admin-CPUs. Es hat halt einfach nur ein bisschen mehr Dampf. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache, aber ich wollte es haben.
Und ihr könnt dann auch einfach unter Linux die GNU ARM GCC Cross Toolchain installieren und direkt kompilieren und flashen, fertig. Gut, dann vielen Dank und bis später.